Hallo und herzlich willkommen bei Home with Olympus. In dieser Reihe von Filmen möchten wir euch ja Projekte vorstellen, die ihr auch zu Hause machen könnt, wenn man nicht raus kann. Wir wollen wilde Tiere fotografieren. Und jetzt fragt ihr euch, wie geht das? Wilde Tiere habe ich nicht zu Hause. Man hat sie doch ganz knapp vor der Haustür. In meinem Fall hier bei mir im Garten. Und ihr seht schon im Hintergrund eine kleine Box mit einigen Nüssen drin. Und diese Box erfreut sich großer Beliebtheit bei den lokalen Eichhörnchen, die sehr regelmäßig vorbeikommen und sich daran bedienen. Und eigentlich ist ja die Fotografie von wilden Tieren so eine der Königsklassen in der Fotografie, weil man muss unheimlich aufpassen, dass man sie nicht erschreckt. Man braucht unter Umständen lange Telebrennweiten. Also das ist alles nicht so einfach, aber wir haben eine Möglichkeit, speziell jetzt hier mit meiner Olympus OMD EM1 Mark III, nämlich die Kamera fern zu bedienen. Das geht natürlich auch mit der einen oder anderen Kamera, aber ich habe hier die Möglichkeit, sie über eine App fern zu bedienen. Und in dieser App kann ich sogar sehen, was vor der Kamera passiert. Das gibt mir die Möglichkeit, das Tier nicht zu verschrecken, auf Distanz zu sein und ganz bequem von meinem Wohnzimmer aus rauszuschauen, wann etwas passiert. Ich habe meine Kamera schon mal aufgebaut und im Vorfeld, muss ich zugeben, schon Fotos gemacht mit dem Eichhörnchen, weil bei so einem Dreh kann man sich nicht darauf verlassen, dass es genau dann erscheint, wenn man es braucht. Aber ich möchte euch zeigen, wie ich meine Bilder gemacht habe. Die Kamera steht hier ungefähr einen Meter entfernt von der Box mit den Nüssen. Ich habe ein 45 mm Objektiv aufgeschraubt, sodass ich sehr nah und bildfüllend nur das kleine Häuschen drauf habe. Und ich verbinde dann die Kamera mit der App, indem ich zum einen das Ganze, die Wi-Fi-Übertragung an der Kamera starte und dann mit der App mich in das von der Kamera bereitgestellte WLAN einlogge. Und dann kann ich aus meinem Wintergarten, der sich wirklich also Luftlinie 5 Meter hier hinter uns befindet, drin sein und schauen, was passiert. Ja, und wenn dann ein Eichhörnchen kommt, brauche ich nur noch auszulösen. Und an dieser Stelle einen Tipp. Die Olympus bietet einen sogenannten Silent Mode an. Das ist ein elektronischer Verschluss. Das hat den Vorteil, dass man keine Verschlussgeräusche mehr hat, sondern dass die Kamera durch einen elektronischen Auslöser total leise bleibt, während sie aufnimmt. Und man kann einen Modus einstellen, wo das noch gekoppelt wird mit einer High-Speed-Serienaufnahme, sodass die Kamera bei Auslösung sehr schnell hintereinander diese Bilder macht, ohne dass arme Eichhörnchen zu erschrecken. Das ist auch deswegen sehr gut, weil diese Tierchen bewegen sich extrem schnell und man möchte eigentlich viele Bilder haben, um dann hoffentlich ein sehr gutes dabei zu haben. Wie das Ganze dann bei mir aussah, können wir hier zeigen. Ihr seht die Strecke der entstandenen Bilder und wenn man die mal ein bisschen schneller vor- und zurücklaufen lässt, dann sieht man, was das Eichhörnchen gemacht hat. Es kommt nur für sehr kurze Zeit und verschwindet dann schon wieder, sodass wir mit dieser Highspeed-Serienaufnahme sehr gute Möglichkeiten haben, aus dem kurzen Moment eine Menge herauszuholen. Wenn man die Technik erstmal beherrscht, kann man weitere Sachen versuchen. Ich denke zum Beispiel, dass man sich anschauen kann, wo das Eichhörnchen normalerweise langkommt und vielleicht eine Nuss, eine einzelne Nuss irgendwo platzieren kann, dass genau die abgeholt wird. Auch dann weiß ich ja, wo das Eichhörnchen hingehen wird und kann die Kamera bereits vorher darauf einstellen. Wenn ihr keine Eichhörnchen bei euch im Garten habt, ein Vogelhäuschen ist meistens nicht weit. Auch da kann man natürlich Gleiches machen. Ich habe wieder einen Punkt, an dem ich weiß, dass die Tiere mit einigermaßen Regelmäßigkeit vorbeikommen. Ich weiß, wohin ich fokussieren muss und muss mich dann eigentlich nur noch auf die Lauer legen und im richtigen Moment auslösen. Viel Spaß macht dieses kleine Projekt übrigens auch mit Kindern, die es natürlich toll finden, auf der Lauer zu liegen, über das Handy beobachten zu können, wenn ein Tier kommt und dann auszulösen im richtigen Moment. Also ein Projekt für die ganze Familie. Ich hoffe, ich konnte euch eine gute Anregung geben. Das macht wirklich viel Spaß. Ich wünsche euch, dass ihr es auch mal ausprobiert und so wilde Tiere direkt vor der Haustüre auf das Fotoband. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.